Kraft. Ja, in der längeren Pause habe ich mal gedacht, können wir mal wieder eine Runde spielen. Gespielt habe ich schon mehrmals, aber eben halt keine Aufzeichnung gemacht. Ich versuche es jetzt mal, ich hoffe, ich werde nicht gestört, das ist fast eigentlich hier unmöglich, aber ich hoffe einfach mal, dass sie jetzt die Kids beschäftigt sind und ich mich jetzt mal an die Video ranwagen kann. Wir haben vor geraumer Zeit neuen Server beginnen müssen, das Support vom alten Server ist komplett weggebrochen, deswegen musste ich einen neuen nehmen, wo dann halt nicht so extrem Support brauche, wo ich alles selber machen kann. Alles so, ja, das Menü ist einfach, das Server-Menü ist einfach easy und das kann jeder. So, alles klar. Wir starten hier gleich mal in schon fast fertigen Haus. Ich habe schon mehrere Tage, Wochen dran hier gebaut, weil ich auch immer nur sporadisch spiele, nicht jeden Tag. Ich würde sagen, wir gehen erstmal raus, gucken uns das mal hier draußen alles an. So. Ich gehe jetzt nicht in Kreativmodus, um hier rumzuschweben oder so. Wir gehen einfach ein bisschen spazieren. So, das ist ja meine Hütte. So, mal gucken, wir dann von außen hier sehen. Ja, so sieht es aus. Ja, mit einem richtigen Kunstwerk ist das nur nicht. Dieser Berg hier steht über eine Schlucht. Also, wenn wir nachher sehen, wenn wir in den Keller gehen, das werde ich euch dann gleich zeigen. Ja, hier so ein bisschen meine. Bisschen, ne? Zum Essen. Wir auch. Was stimmt hier nicht? Was ist das? Eigentlich sollten die. Hä? Die sollten eigentlich. Irgendwas ist hier falsch. Ist was runtergefallen? Na egal. Weil die, manchmal sollte die Reihe frei bleiben, damit die hier wachsen. Und die wachsen ja da lang. Okay, alles klar. Gut. Ja, das ist also mein Garten. Dann habe ich hier oben ein bisschen Tiere. Dann sind wir auch draußen rum. Hallo. Da sind wir ein bisschen von der Schlucht. Ja? So, also hier haben wir noch ein bisschen. Ja, mal Schweinzeug. Ja, hallo, Schweinis. Oh, das wird aber kein Schweinefleisch oder so. Das heißt, die dürfen alle weiter rumgrunzen. So, ja, mal einen kleinen. Oh, ein bisschen war ich unterwegs, wie man sieht. So, wenn wir vielleicht eine oder andere Folge auch nochmal machen, worum wir ein bisschen unterwegs sind. Ich habe diesen Server so ein bisschen entschärft und ist mehr so auf Bauen bezogen. Man kann hier natürlich losgehen, Action, Zombies töten und so. Man stirbt auch, aber man verliert nichts. Ne? So, man spawnt dann halt einfach bei seinem Bett. Oder eben, Moment, das zeige ich dir, wo man normalerweise spawnt, wenn man gar nichts hat, auch das Bett weg ist. Ne? Creeper in dem Bett explodiert und man stirbt. So. Horror-Szenario bei einem normalen Server. So. Laufen wir mal rüber. Ja, hier muss ich noch bauen. Ich soll nochmal einen Weg und Treppen hin. Ein bisschen angenehmer gestaltet. So, jetzt zeige ich euch mal den Startpunkt. Da starten alle, die hier starten dürfen. Der Server, muss ich jetzt lügen, ich glaube 20 Slot hat er nur. Ne, oder 10, habe ich nur 10 genommen, weiß ich gar nicht. Ich glaube 10 oder 20 Slot. Na egal, auf jeden Fall ist noch nicht ausgelastet. Da kommt vielleicht noch ein oder anderer noch hinzugefügt, der Lust zu hat. Vertrauenswürdig Spiel. Also hier startet man, hier ist der Spawn. Ne? Und hier sind dann die Serverregeln standen. Man kann es kaum lesen. Es ist so wenig Licht hier. Nehmen wir ja wieder mal. Da los, das stimmt mit euch hier nicht so wenig Licht. Man kann die Sachen gar nicht lesen. So. So. Geht, glaube ich, so besser, ne? Ja. Ist jetzt mein Texturpaket wahrscheinlich geschuldet. Achso, das hier oben ist auch noch falsch beschriftet. Das ist nicht der Server von den. Auf den Default-Server. Auf. Wieder. Devil, genau. So, Devil ist Default-Devil-Server. Ist kein Default-Devil-Server. Das stimmt nicht. Das war einer mit. Bleib mal weg. Das gibt ja gar nicht. Also, ich lasse mal die Regel so stehen. Schild hängen wir wieder hin. So. Mit dem.
Ein höher will ich nochmal. Ein höher soll höher. Ah, die geht nicht. Ah, Mist. Willkommen. Mist. Hallo, 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 hallo. Ach, was kämpfen wir mich hier um Sachen? Scheiß drauf. Lassen wir einfach so. Beschriftlich hier. Aber schreiben wir willkommen hin. So, was soll das? Willkommen. Willkommen. Doppel. Oh. Egal. Fehler. Wenn ihr Fehler findet, dürft ihr sie behalten. Schenke ich euch. So. Okay, ne, klassische Regeln geschieden und bla 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 bla. Was haben wir, was ist noch bei Verstoß? Na gut, ist uninteressant. Was für mich wichtig ist, ist eigentlich immer, dass man Respekt zu anderen Spielern hat. Das heißt, vor anderen Spielern. Also nicht, ne, deren Sachen plündert. Hier kann man sich tatsächlich bedienen. Huch, ich sag nicht. Hier, Ausrüstung, ne, kann man nehmen, wenn man möchte. Das ist so eine Grundausstattung, aber braucht man eigentlich nicht. Ja, aber wer ängstlich ist, der kann das hier. Was haben wir hier noch? To the hell. Ja, gut. Das ist auch so eine Sache. Was war das hier? So Knöpfe? Was können die? Nix. Ja, gut. Okay. Ja, also hier startet man also. Mit mal so. Muss so ein bisschen außen rum gehen. Das ist ein bisschen asiatischer Stil, ne? Also, ja, das hat der Little Devil oder Teufel, Kleine Teufel gebaut. Habe ich nicht geschafft. Ach, schade. So, ne? So sieht's aus. Von hinten. Okay. Dann haben wir hier noch. Haben schon ein paar Gebäude, haben schon ein paar Gäste hier am Bauen. Der war einmal da und nie wieder gesehen, ja, der hier. Nette Mensch, hatte ja immer sein Schild, der hat, glaube ich, sein Mensch irgendwo innen hingestellt, glaube ich. Und jetzt sollen sie draußen an den Türen ihr Schild anbauen. Ich schwimme mal hier rum. Wo? Das ist schon wieder dunkel. Wo geht's denn rein? Wo ist der Eingang? Ach hier. Sein Schild, glaube ich, innen hingestellt. Ne? Außen hat er kein Schild reingebaut. Weil die Leute sollen außen ein Schild hinbauen. Ich muss was essen. Ich sehe gerade, ich muss was essen. So, ich glaube, wo hat er sein Schild hingestellt? Mal hier innen außen. Sollen wir hier gucken? Er hat ein Schild hingestellt, aber. Hat er das Schild weggemacht? Oh, steht im Bett. Aber kein Schild. Ja, vielleicht will er sein Haus auch gar nicht gesichert haben. Weil Häuser ohne Namensschild, da können sich dann Mietnomaden einquartieren, ne? Die sich einfach gar nichts. Die stoppt sich aber hier. Wie nennt sich das nicht? Waren Hausbesetzer halt. Da können sich Hausbesetzer schnappen. Kein Namensschild dran, da verloren, ne? Schon gehört die Bude jemand anders. Kann man das hier zuklappen? Das sieht so aus. Ja, es wird zuklappen, kann richtig. Warum ist das Namensschild weg? Ich bin immer noch ein Schild gehabt, das Haus. Halbmond. Dunkel rumlaufen ist natürlich eine ganz gute Idee. Ich werde mal so mein Haus rüber zurückbringen. Da werde ich mal kurz hinlegen, da wir wieder Tageslicht haben. Da treiben sich schon über die Monster. Wo sind sie über meinen? Das ist nicht meins. Ständen ist meins. Das sind die Horden von Monstern schlagen, sehe ich schon. Schon das Skeletto. Sehe gar nichts hier. Voll dunkel. Hier ist halt echt dunkel. Aua. Das ist gemein, kann ich doch gar nicht sehen. Was. Hört nicht. Mein Schwert weg. Ich bin tot. Hopp. Macht aber gar nichts. Ne, weil man spawnt wieder sein Bett. Und jetzt kann ich auch schlafen gehen. Und ja, nichts verloren. So. Das ist dann halt weniger tragisch, wenn man stirbt. Ne? Wie gesagt, dieser Server konzentriert sich mehr aufs Bauen als auf Netze.
PvP ist auch aus, glaube ich, dass man so Gegnerspieler schlagen kann, glaube ich, das ist aus. Und man kann zumindest keinen Schaden zufügen. Messige Spille. Okay. So, wo waren wir stehen geblieben? So, Start. Dann wollen wir den kleinen Haus da hinten. Das ist von meinem kleinsten Cousin, aber. Aua. Wie bist du noch da? Wo bist du noch da? Wasser bist du noch, ne? So. Okay, haben wir. Start. So, gehen wir ein bisschen hier oben. Was haben wir? Ja, ist so. Machen wir hier noch eine kleine Rundtour. Also hier am Start waren wir. Dann waren wir hinten hier bei dem. Dass da kein Schild dran ist. Das finde ich jetzt komisch. Ich bin da mal noch Warnschild dran. Also ist ja noch nicht das hier. Da hinten ist das, ja genau. Da habe ich auf der falschen Seite geguckt. Das ist auf der anderen Seite das Schild. Das sieht auch ein bisschen komisch aus hier, ne? Das machen wir mal weg hier. So halb geerntet. Machen wir den auch weg. Aber die Candy-Blätter. Dann pflanzen wir irgendwann neun hin. So, machen wir es hier mal weg. Wieder so ein Haufen hier. Na, gucken wir mal. Müssen wir eine Brücke rüber bauen, ne? So. Irgendwas Haus machen wir von außen nochmal an. Ist auch schön gebaut. Aber ähnlicher Stil wie der Start, ne? So, dass es Geschwister sind. Die, das brauchen wir nochmal ja von dem kleinen Teufel. Das Gebäude. Wo war der? Wo wohnt der nochmal? Der hat auch. Der hat wahrscheinlich maßgeblich bei geholfen, vermute ich mal. Stark. Ich muss unbedingt einen Weg rüber, eine Brücke, das ist echt nervig. So. Genau, das ist dann von den kleinen Teufel, jetzt ist er nicht mehr so heiß, weil er seinen Account verloren hat, wurde angeblich gehackt, keine Ahnung, weil er einfach sein Passwort verschlammt, keine Ahnung, wie er das hingekriegt hat. Hatte aber einen neuen Account und das heißt ein bisschen anders, ich weiß gar nicht, wie er jetzt heißt. Müsste ich erst mal gucken gehen in der Whitelist, da steht es ja drin. Ja, also gut, das ist jetzt hier sein. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ganz anders gebaut, ne? Ziemlich viel Glas. Aber schon gut eingerichtet, wie man sieht. Hübsch, ne? Ziemlich offene Bauweise. Also mit Türen und so zumachen und so ist hier nicht. Mhm. Ja. Ist ja auch noch ein bisschen hoch. Hier oben auch. Alles Glas, viel Glas. Rundumblick. Sonnenschirm. Wäre es nicht schlauer, hier kann man nicht hier so Teppiche nehmen? Die gehen nicht aneinander zu bauen, ne? Ich glaube, das ist das Problem. Die gehen nicht aneinander zu bauen. Ja, und dann hat er hier drüben noch eine Mühle angefangen. Hier hat er, will er einen Hafen bauen, der hat auch nur angefangen, der ist auch nicht fertig geworden. Wie man sieht, schläft er im Freien. Können hier mal moppen, das Ding hier wegnehmen. Man da gar nicht hoch jetzt, sehe ich gerade. Ich will da hoch. Ich will da hochkommen. So. Hopp. Huch, so ist der Feld kaputt gemacht. Ach, das ist ja doof. Wenn ich jetzt hier hochhüpfe, mache ich sein Feld kaputt. Ach, das ist ja scheiße. Muss von der anderen Seite kommen. Dann mache ich sein Feld alles kaputt, das will ich ja nicht. Hoch habe ich das leider nicht mehr, habe ich das eine nicht mehr heil machen. Das tut mir jetzt sehr leid. Aber ist ja eher so unzufrieden mit dem Gebäude hier. Oh, aber ich finde das gar nicht so schlecht. Also hier. Was man vielleicht bemängeln könnte, ist eben halt die Flügel der Windmühle ein bisschen klein sind. Hier geht es doch hier rein, oder nicht? Das Fenster geht es also nicht rein. Hier geht es so runter, kann man hier nirgends rein. Fenster. Hier kommen wir auch nicht rein. Hier kommen wir rein, genau. Ja. Und das Schild echt nicht lesen. Das ist so stockduster hier. Ja. Muss noch gebaut werden. Hat er außen ein Namensschild dran gemacht? Auch kein Namensschild. Auch mal Leute, ihr sollt ein Schild dran machen. Ihr sollt Schilder anbauen, Mensch. Die
Bauen auf alle keine Schilder ran. Müssen die auch hier. Irgendjemand hat auch innen ein Schild. War was hier? Wo innen das Schild war? Ist nix. Da haben sie sich jetzt inoffiziell von diesem Gebäude hier. Erinnern sich einfach nur vor. Lager von Fabio. Okay, hat nur Fabio eigentlich Namen geschrieben. Also war eigentlich von Klein Teufel. Da wisst ihr seinen richtigen Vornamen. Was ich nicht so gut finde eigentlich, auf so öffentliche Server sein Vornamen. Gut, Vorname ist also trotzdem nicht so schön, finde ich. Vielleicht bin ich auch ein bisschen pingelig, keine Ahnung. Oh, ein Schild drin für mich hier, wunderbar. Ja. So, alles klar. Teil Teufel seinen alten Namen, ne? Ich habe gar keine Fackel mehr, doch habe ich. So. Alles klar. Das war das Gebäude. Was haben wir da hinten noch? Das Gebäude. Ach, da ist ein Dorf. Da hinten ist ein Dorf. Ein PC-Dorf. Müssen wir jetzt nicht hin. Das ist ja auch nicht von uns gebaut. Jetzt kann ich hier runter. Oh, nee. Oh, bin zu schnell. Huch, pst. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Dumm. So, wen haben wir denn noch? Dann ist meins nochmal. Klar. Dann können wir von der anderen Seite von Weitem sehen. Ne? So sieht es aus. Gehen wir nochmal durch das ganze Gebäude. Das machen wir zum Schluss. Was haben wir hier noch? Dann ist hier noch der Dage irgendwo gewesen am Bauen. Gucken wir mal, das noch. Der hat ja auch noch irgendwo gebaut. Hätten sie es. Ja, der hat über meine Mine gebaut und hat auch meine Mine ausgebeutet. Der Lump. So. Reinschmeißen, was ich jetzt aussah, sieht abgeerntet habe und plündert, kommt alles hier rein. So. Da fehlt eine Schaufel, ich habe keine Schaufel mehr. Schaufelköpfen. So. Ja. Jo. So, hier wohnt der Dage, hat auch kein Schild angebaut. Oh Mann, Leute, ey. Das ist am Vordereingang. Ja. Glaube ich im Hintereingang reingegangen. Oder umgekehrt. Also. Auch kein Schild dran. Hier wohnt der Dage. Hat er ein Schild für mich hier oben liegen? Dead. Ah, Mann. Hundi, so wie ein Hundi ist er hier. Und für sich. Webstuhl. Krass, das ist gut. Keine Schilder da. Glaube ich, mache ich mal Schilder fertig. Jetzt mal die Gebäude auch beschriften. So, dann muss Diggis habe ich. Okay, ein Crafting Table. Und, nee, ist gar kein Crafting Table. Ein Crafting Table. Und dann los, stimmt er mit ihm nicht. Stimmt er mit euch hier nicht? Mensch, ich habe Crafting Table hier am Start. Entschuldigung. Crafting Table, irgendwie schnelle. Und beim Crafting Table. Schon kommt der erste nervige. Ich spiele Minecraft. So. Und alle baut alle. Ich weiß nicht, ob ihr, aber Fabio, Adrian, Dage, die bauen alle keine Namensschilder an ihre Türen. Ja. Namensschilder. So. Weil ich hier ein Video mache, was glaubst du denn wohl? Ja, du störst mal wieder, wie immer. So. Lass ich da stehen, das Scheißding. Warum hier ist nicht? So, wo ist die Tür? So. Oh.
Mach auf der anderen Seite, ne? Problematisch, wenn man zwei Eingänge hat. Der Darke. So. Kann man mehrere Zahlen jetzt neuerdings schreiben? Das kommt mir so komisch vor. Okay, fertig. Danke. Dann gehe ich erstmal zu meinem Haus und hau mich ins Bett. Dann machen wir eine Rumtour durch mein Haus sozusagen. Der ist aber innen noch nicht, überhaupt nicht ausgestattet. Kriege ich auch so, bin auch nicht so gut da drin, in der Innenausstattung. Aber gut, gehen wir mal zurück. Im dunklen Rumwandern bringt Susu nicht so viel. Mit dem Texturpack ist das echt sehr dunkel. Echt so dunkel. So. Und gute Nacht. So. Okay, das ist mein Handy in der Nähe. So, wo soll man die scheiß Handys mal wegpacken? Ja. Das Kabel fest, weg damit. So. Düllen die in meinen Lautsprecher rein, die scheiß Handys. Das haben sie gefixt, das Problem. Dass die Signale an andere Lautsprecher weitergeben. So. Mein neues Tier macht das auch nicht. Das, diese ganz billigen China-Dinger, die machen das immer noch. So. Was war das? Ich kann jetzt auch gleich verraten, welche Sorte es ist. Das ist das Lingo. Lingo macht das anders aus. Ne? Der war es nicht. Also Lingo war das. Alles klar. So, wir haben ihn jetzt rum. Ne? Also gut, wir fangen ja. Ja, mein Schlafraum ist natürlich auch noch nicht ausgestattet. Sieht noch langweilig aus. Dann habe ich hier so ein bisschen einen kleinen Arbeitsplatz. So, ja, anfänglich Küche, aber es wird es wahrscheinlich nicht werden. Das ist eben halt erstmal so ein Arbeitsplatz, ne, wo ich verschmelze. Hier ist Gold. Und das ist nichts. Ne, aber auch gleichzeitig noch koche derzeit. Wie gesagt, die Küche kommt ganz woanders hin. Die bleibt hier unten nicht. So, das war hier unten. Den Garten haben wir ja schon durch. Brauchen wir nicht nochmal. Dann geht das hier runter. Das runter machen wir später. Geht hier hoch. Dann habe ich hier die erste Obergeschoss. Hier mit Wohnzimmer soll hier hin. Weiß ich noch nicht, was hier ist. Das ist einfach nur so ein Flur vielleicht. Gucken. Hier auch noch so ein Zimmer. Ah ja, genau, hier soll die Küche, das überlege ich gerade, das Loch, ja, hier ist die Küche mit der Durchreiche, genau, zur Stube, genau, mit einem hier kleinen Kamin. Ah, schön, genau. Ja, der Durchgang, weiß ich nicht, der gefällt mir noch nicht so, das werde ich noch ändern, glaube ich, das lasse ich nicht so. Mal gucken, dann geht es noch höher. Hier oben habe ich noch keine Idee, was das wäre, vielleicht die Bibliothek oder so, hier auch nochmal ein extra Raum. Dann geht es dann noch hoch in Dachboden, das, hier kommen Gerümpel rein dann später, ne? Dachboden, was vielleicht, leg mal Kisten und Kartons ab. Gedönse. Da kann man auf diese Mühle gucken mit den viel zu kleinen Flügeln. So. Gehen wir hier runter. Alles klar, so ist das schon. Das war schon. Ach, jetzt gehen wir noch in den Keller. Hoch, ich habe was Grünes gesehen. Das waren die Blätter vom Baum von draußen. So. Na, Ebene 0. Und dann geht's hier weiter runter. Keller. Hm. Ja, ist auch noch nicht. Ja, im Keller haben wir noch Gerümpel wie Erde. So. Dann haben wir hier noch einen Holzbereich, wie man sieht. Ne? Und dann geht es nämlich hier ins richtige Abenteuer. Hier geht's in die Action. Ne? Hier gehen wir runter. Und dann geht es abwärts hier. Ne? Dann geht es in die Action. Das ist nämlich die Schlucht. Wie man sieht, waren da schon andere Farmen. Illegalerweise. Ich habe es da nicht für mich reklamiert, aber die achten das einfach gar nicht als diebische Banden hier. Ja, auch ja wieder illegale Brückenbau hier, gar nicht genehmigt worden von mir. Ja, gut, alles da. Lässt sich halt nicht vermeiden, was ich bei Minen. Und das geht nun beiden Mal durch mein Gebäude. Ja, hinten dann habe ich offiziell einen Mineneingang gebaut, mit meinem Namen dran schon und so. Und dann, wie gesagt, mein Haus steht drüber. Kann im Prinzip mein Haus zwei Eingänge erreichen, muss ich mal gucken. Das geht nämlich da hinten lang, nämlich unter Delsteinhaus lang. Habe ich Delsteinhaus beschriftet? Habe ich schon beschriftet. Jetzt musste hier das Haus von den kleinen Teufeln auch noch beschriften.
Oh, wie lange Zeit haben wir hier drin gehaust, ja, ne? Unser gemeinsames Zuhause hier von den kleinen Teufeln und von ihm. Haben wir so eine kurze Sache gewohnt. Aufklappen, ne? Ja, genau. Kommt man hier rein, ne? Und das sind hier auch Fackeln drin. Aber jetzt haben wir alles rausgeräumt hier. Ich weiß noch mal, hatten wir das nicht trockengelegt gehabt? Ne, da ist der Ecke, da reicht der trocken war, genau. Hier war unser vorübergehender Schlafbereich für die Nacht. Ja. So, dann will ich das Haus hier auch nochmal beschriften. Und dann haben wir eigentlich so erstmal die. Ach nee, noch nicht. Haben alle. Ach ja, das bin ja noch. Ach, die Gebäude von meinen Kindern fehlt noch. Mal gucken, ob ich die wiederfinde. Oh, Haus von uns beide. Ja, gut, okay. Ja, hier haben wir zusammen Zeit gewohnt, aber eigentlich hat er es allein gebaut, ne? Hausgebau von Fabio, genau. Will Fabio genannt werden? Okay. Ich habe es nicht erwartet. Die Sonne blendet. Obwohl ich solche Jalousien vorhabe, also aber solche Bambus-Jalousien, kommt die Sonne dann doch ganz schön gut durch. Blendet direkt mein Gesicht, aber stört mein Monitor nicht. Ich muss ja gleich eine Sonnenbrille aufsetzen. Steht hier. Hier kommt was Großes hin. Ja, okay. So. Ja, wenn er mal weiterbaut, ne? Er hat im Moment keine Lust zu bauen. Da ist die Luft erstmal gerade raus. Jetzt mal gucken, ob ich die anderen wiederfinde. Von den kleinen, die Behausungen. Das war, muss ich lügen, welche Richtung das war. Aber das ist ja nochmal das Dage-Gebäude, oder? Das ist Dage-Gebäude. Haben wir das schon durchgeguckt? Weiß ich gar nicht. Haben wir uns das schon genau angeguckt? Doch, haben wir schon genau angeguckt, ne? Das ist ja auch noch nicht ganz fertig. Wir werden zwischendurch mal solche Touren machen. So. Genau. Ja, das ist der Gebäude. Ja, da haben wir den Baumhöhler komplett beleuchtet, um das Haus wiederzufinden. Warum hat das gemacht? Und was war eine alte Beleuchtung von mir? Wegfindung. Hier habe ich dann halt, weil ich nicht immer drüber wegklettern wollte, einen Tunnel geschlagen. Ne? Und eigentlich war das hier so mein Zugang, ja, das hier total zuwuchern lassen. Zugang zu meiner Mine. Krass. Ach, der hat das so, als wäre das die Stelzen seines Gebäudes gemacht. Ist ja auch nicht schlecht, siehst du. Ja, ist ja, na, genau. Hier ist dann mal, das ist eigentlich der eigentliche Zugang gewesen zur Mine. Also mal mitnehmen. Mitnehmen. So. Habe ich noch ein paar Sachen drin. Gut, und drin lassen. Mal. So. Und dann ging es dann halt hier runter zur Mine. Wir haben mal eine Runde gehen hier. So. Es ist auch gleichzeitig geplant, hier eben, deswegen habe ich auch schon angefangen, hier alles so ein bisschen glatt zu machen. Es wird noch ein bisschen weiter ausgebaut. Es wird dann später eben halt das Bahnnetz, wie wir es damals eins hatten, diese epische Bahnnetz, wenn wir hier auch bauen wollen. Vielleicht ein bisschen besser, keine Ahnung. Doch besser, ne? Aber ich fand das schon nicht schlecht damals auf dem alten Server. Schade, dass wir keine Sicherung von den alten Server haben. Wurde leider nicht gemacht von unseren netten Server-Admin. Jo. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich hier vorher gehabt habe. Keine Ahnung, was ich da noch vorhabe. Es ist halt noch ein Bau. Also hier wird der Zugang sein von den zukünftigen Bahnhof, obwohl das natürlich ein bisschen unpraktisch ist wegen dem Bauwerk hier. Weil man muss natürlich einen Freizugang und eine große Fläche davor haben. Vielleicht wird es der Zugang auf der anderen Seite machen. Zum Bahnhof. Das wird dann hier. Wir schneiden mal die Blätter da weg. Das sieht ja komisch aus hier irgendwie. Ja, so ist besser. Die kennen alle automatisch so. Alles klar. Haben wir das? Es fehlt noch das Gebäude der anderen beiden Kinder. Ich weiß aber nicht, wo die jetzt ihr Bauwerk haben. Aber der Berg sieht auch gut aus, ne? Das sieht auch gut aus. Das sieht auch gut aus. Wenn das kein geiler Berg ist. Da oben auf müsste man so eine Sternwarte bauen. Das wäre doch geil. Eigentlich müsste es passen. Eine schöne Sternwarte da oben hin bauen.
Das wäre ja mal was. Sternwarte. Pilze. Pilze. Geil. So, wir können. Wenn man einen Pilz da lassen, ne? Es wachsen da keine neuen mehr, ne? Ich glaube, sollte man machen. Ich glaube, wir wachsen sonst keine neuen mehr. So, wachsen da pflanzen einen Pilz wieder hin. Andere auch Pilze haben. Da kann ich einen Keller, so ein kleines Gewächshaus für Pilze machen, ne? Das kann ich tun. So, das war das Haus von den Adrian. Wenn man sich alle so einen Vornamen hier hinschreiben, kann ich das ja auch mal hinschreiben. Schreiben wir mal schnell ran. Adrian. So. So, Eingang halt auf der anderen Seite. Hier ist kein Eingang. Gut. Ne, hier ist kein Eingang. Kein Namensschild. Dann machen wir. Hier ist auch kein Eingang. Das Eingang ist ja hier. Oh, das passt hier vielleicht nicht hin. Deswegen hat vielleicht kein Namensschild dran gemacht. Doch, da oben ist ein Schild. Ah, ne, wie alles zurück. Adrians Haus. Da steht das doch. Blindfisch, da steht's. Okay. Ne? Da steht das. Aber man kann es kaum sehen. Das liegt an meinem Texturpaket wahrscheinlich. Ich habe mein Tattoo-Pack. So, jetzt gehe ich nochmal schlafen. Wenn ich meinen Schlafplatz erreichen würde. Ist auch viel zu wenig Licht angebaut, ne? Die spawnt auch wahnsinnig viel. Ich letztes Mal gesehen, als der Dash hier zum ersten Mal drauf kommt, der war ja gleich umzingelt worden von Zombies und Skelettos und das alles sehen, was es gibt. So. Genau, dann gehe ich mal dahin, da habe ich ja noch einen Schlafplatz hoffentlich. Und dann die Fackel am Bondel. Deine Fackel hier hin. Das hier so ein bisschen Dust an der Ecke. Okay, das ausgeleuchtet ist hier, ne? Irgendwo war ein Schlafplatz. Ich weiß gar nicht, wo die Schlafplätze waren. Dun, 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 dun. Wo waren die Schlafplätze? Haben wir hier keine mehr. Ne? Ist das ein Schlafplatz? Haben sie alle abgebaut? Hier für den Stuhl. Ist auch noch nicht fertig ausgestattet hier, ne? Boah, kommst du denn her? Ich erschrocken. Die kleinen Dinger treffe ich aber kaum. Die sind immer schwer zu treffen, die kleinen Dinger. Oh ja, schönes drin. Kein Bett. Schnell kein Bett. Wo sind die Betten hin? Wo waren die Schlafplätze? Wir hatten noch welche gehabt hier. Ja, das ist ein Teil eines offenen Baus hier. Betten sind hier nicht mehr. Es sind hier keine Betten mehr, die haben wir abgebaut, ne? Dann schlagen wir uns durch halt, was soll's. Rüber hier in der Nähe hier. Bah, Arsch. Puh, meine Maus ist auch mal langsam. Hä? Manchmal stellt sich mal die Maus auf langsam. Kova, kauft euch bloß keine Kova-Maus. Die stellt sich einfach automatisch um. Ich brauche Erde, so keine Erde in der Tasche. Das auszugleichen hier. Verdammte Scheiße. Hier machen wir das Wasser erstmal zu. Oh, ich habe keine Schaufel, immer noch nicht. Ich habe noch keine Schaufel gebaut.
bauen wir unterirdisch mal die Erde ab. Und legen dann halt mal so einen Erdedeckel drüber. So, ich muss das erstmal hier wieder zumachen. Ja, so. Oh, also machen wir Stein. Gut. So. Und dann Erde drüber. So. Wichtig ist immer, Löcher zu machen. Das ist so eine unserer Regeln. Weil Creeper halt Schäden machen. Passiert halt. Sand, jo. So, weg damit. Okay, haben wir es wieder zu. War eingemacht. So, mal stehen geblieben. Wollten ja ein ins Bett. Brauchen wir nicht mehr. Was sind ja doch alle bestellt, alles klar. Dann brauchen wir mich weiter keine Gedanken machen. Ich habe die Schilder nur halt nicht gesehen. Aber wir haben noch nicht die anderen beiden. Es fehlen noch mal zwei Gebäude. Ich weiß aber gar nicht, wo die jetzt waren. Ja, vielleicht stehen wir jetzt auf Kopf. Oh, ich habe direkt getötet. Wollte ich gar nicht. Okay. Ich würde vielleicht die Faust nehmen sollen. Nicht direkt das Schwert. Ich weiß nicht, welche. Ich glaube, die Richtung sind die. Müssen wir suchen gehen. Hm. Sterben brauchen wir jetzt auf dem Bett da, natürlich. Ist logisch. So. Ich habe noch keine Schaufel. Ich sage eigentlich immer noch keine Schaufel. Eisen habe ich. Okay. Ach ja, ich muss den Erdhaufen hier wegmachen, gefällt mir gar nicht. So, zack. So, brauche ich Schaufel. Oh, zwei. Also, ich bin auch schon wieder zu lange. Aus die zweite. So. Okay. Und dann machen wir den Hügel hier mal weg. Sie geben mir jetzt den Sack, die sieht nicht schön aus. Ganz. Bisschen im Gesicht. So. Ich muss sagen, ich bin auf dem Sack ab. So. So, zack. Machen wir noch eine Ebene flacher. So. Oh, das ist cool. Das ist super, ne? Wenn man direkt Kohle im Hügel wegmachen will. Geil. Dann muss man hier ein bisschen Kohle. Ja, da. Ach, das ist ein Thema, ne? Obwohl ich wieder das Land verändern muss. Ich kann das ja nicht lassen, ne? So. 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 Ich bin alle nur sporadisch noch wieder. Der Dash mittlerweile auch wieder ein bisschen. Macht dann wirklich mal seine Streams. Ansonsten streamt er eigentlich GTA. GTA sagt man noch gar nicht so. Steine insgesamt raus, damit ich hier. Da fülle ich jetzt mit Erde auf. Ja, so, aber hier kann ich hier schön grüne. Was ist das denn? Lehm. Krass. Mal eben Lehm gefunden. Na, ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, ne, schlechter Tausch hier. Der Eimer sollte weg. So. Füllen wir es hier mal wieder auf. Ne, das ist kein Leben. So. Ah, das ist ein Texturfeld, das ist eher suboptimal. Ah, das ist noch Kohle. Das ist Eisen. Mann, das finde ich hier so viele Sachen. Da komme ich hier nicht hier weg. Was ist hier los? Das stimmt im Spiel hier nicht. So. Natürlich. Aber ich habe genug da. So. So, alles da. Dann kann es ja wieder begrünt werden. Alles gut. Überlegen, wo wollten wir hin?
Wo könnten die hin sein? Ich glaube, in die Richtung sind die Caps. Ist das Kies oder ist das hier? Das ist Kies. Das war Kies, ja. Blub, 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 blub. Da, genau, da ist der erste. Ist leider kein Hingucker. Leider kein Hingucker. Gucken wir uns das trotzdem mal an. Das Gebäude. Schauen wir mal, schauen wir mal. Wenn ich hier irgendwo drauf gebe. Ist hier keine Treppen, keine leider gar nichts. Muss ich dann hier hochschlängeln irgendwie. Genau, das ist ja der Block. Naja, hier im Gewächshaus und so, schon mal ganz nette Idee. Hat schon ein Nedertor. Alles klar. Fuchs. Wie süß. Und dann hier mit der volle Runde. Hm, so. Ja. Ich weiß nicht, gehen wir hier nochmal durch. Lager. Okay, Herr Lager, schön. Schön beschriftet. Ne? Ja, Riesenräume, ne? Riesig, aber von außen sieht es natürlich entsprechend aus. Daneben halt ist es nicht sonderlich formschön, das Gebäude, mal so sagen. Das ist nicht auszudrücken. Dann ist hier noch ein Höhleneingang. Was haben wir da? Cobblestone-Generator. Cobblestone-Generator, okay. Aha. Die macht viel. Technisch macht sie ja viel, ne? Also okay. Alles klar. Dann haben wir hier nochmal ein Blubberbad, okay. Da fehlt mir aber noch ein Gebäude. Welche Richtung muss ich denn da gehen? Da weiß ich jetzt nicht. Mir fehlt noch jemand. Es fehlt noch jemand. Weiß aber nicht, wo er wohnt jetzt. Auch hier in der Nähe. Da weiß ich es gar nicht, ob ich ihn jetzt finde. Da hinten ist er. Da hinten ist er. Ich glaube, da ist er. Kann auch ein NPC-Dorf sein? Ich glaube nicht. Das ist er. Hoch. Hoch. Oh. Oder was er ernst ist schwer, ne? Hä? Ist gut, ne, gebrochen. Ja. Warten Sie auf, danke ist, ne? Kann so lange ernten hier. Wieder.
Haben wir alles? Haben wir alles. Sehr schön. Okay. Oh, hier ist noch mehr. Nehmen wir mal was in Targets. Ja. Wie war das laufen? Und geht Wasser nicht? Oh, da ist eine richtige Quelle hier mit Ton und so. Was? Nehmen wir den Fische. Warum tut man hier nicht? So. Hier wohnt dann auch jemand. Ich könnte jetzt sagen, wer da wohnt, aber kommt hier nirgends rauf. So, und das ist der Ben 040, genau. Ben 040. Hier ein Wuffis, wie ich sehe. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nach Hause. Haben wir jetzt alle Gebäude gezeigt? Okay, dann ist es schon ein bisschen stilvoller. Komische Bauwerke hat er hier schon. Ah, es ist ein Baum. Stumpfraum, die gesichert sind, ne? Hätte leiser dafür genommen. Die Seite wächst, es wächst hier. Ja, das hier ist ein, klar. Ja, ein kleines Wohnklo, ne? Aber schön warm hat das, ne? Direkt Lava. Ich muss aber hier weg, bevor ich hier dann irgendwie Creeper spawnen und ich dann hier alles reparieren darf. Wenig Lust zu. Ne, gehen wir mal wieder zurück. In Dunkelheit macht er ist sehr, sehr schlau. Ach, der hat hier so eine Brücke aus. Ne, ich hab's fertig. Okay. Weiß ich gar nicht, welche Richtung gehen muss. Ist das zu stockduster? Die Nacht bricht an. Ich bin noch nicht zurück. Oh nein. Ich sehe überhaupt nichts. Ich hab Optifine nicht dran, dafür leuchten auch die Fackel nicht. Ich sehe, dass ich falsch bin. Ich habe ja vorhin eine ganze Weile schwimmen musste, um irgendwo hinzukommen. Ich weiß hier auch gar nicht, ob ich gerade schwimme oder wo laufe. Oder rumhüpfe. Nee, ich schwimme gerade. Ich kann nicht lang. Die Bäume mir den Weg versperren. Boah. Das sind ja Sumpfgegenden, ne? Ja, so viel Wasser. Das ist Sumpfgegend. Ich kann überhaupt nicht erkennen, wo ich hier bin. Ja, Sumpfgegend. Ah, Mann, ich bin ganz falsch. Aber hier gibt es ganz viel Ton hier. Das ist gut. Ich sehe nichts. Nur schwarz sehe ich. Ah, so, ja. Hier ist Land. Bin ganz falsch. Gehen wir hier irgendwo hoch. Sehe nix. Oh, Creeper. Nein, ich stecke im Wasser fest. Nein, irgendwo ein scheiß Wasserkuhle. Ja, ich komme nicht raus. Jetzt bin ich rausgekommen. Ist ein Creeper. Ich kann jetzt aber nichts reparieren, sie sehen nicht, wo ich bin. Oh, hier Spinne. Gut, die brauchen nichts reparieren, das ist halt im Prinzip naturbelassen sozusagen. Also gut. Alles gut. So, ich weiß aber nicht, wo ich bin. Es ist so schweinedunkel. Wenn wir mal einstellen, wenn wir heller stellen. Sichtweite ist so gering, warum? Schön. Weiche Beleuchtung Maximum. Bekomme ich hier eine Beleuchtung? Also Helligkeit düster. Ah. So. Nur kann ich ein bisschen was sehen. So. Das ist echt ätzend. Man sieht nämlich gar nichts. Sonst. Das ist dunkel. Ich weiß aber immer noch nicht, wo ich herkomme. Ich habe mich total verlaufen. Da ist das Haus. Und, Fuki hier, da wollen wir mal hin. Mal die Richtung.
Und dann nur gerade zurück müsste es dann gehen eigentlich. So, mal würde ich dann gehen. Tor soll man da hinschaffen, ne? Jo. Ja, dann sieht schon ganz gut aus. Ne, wenn das vom Ben ist, das Feld, dann bin ich in die falsche Richtung. Das ist vom Fan Ben. In eine andere Richtung muss ich dann. Ja, das ist vom Ben. Muss in die Richtung gehen. Müssen hier nochmal über den Berg wegkommen irgendwie. Ich hasse es. Hüpfeinlagen. Jump'n'Run war nie mein Ding. Schon immer nicht. So. Ich höre, hier wohnt ein Creeper im Haus. Ja, super. Trotz Hunde, also ich muss auch eine, diese Katzen haben, ne, um Creeper loszuwerden. So, das ist der Schneebär. Der war schon, ne? Hopp. Wow! Hab's keine Zeit für euch. Tschüss! Skeletto, was auch immer geschehen, bist du auch, oder? Das hätte ich jetzt viel. Das hat mir wieder zu viel hier. Boah, auch alles voll. Anderer Mann. Ich muss essen, ne? Okay. Wir haben es geschafft. Tür zu. Tür zu. Tür zu. Und gute Nacht. Ja, Freunde, das war's. Okay, eine Schinderei. Und mein Schlafpunkt. Hier, wieder Einstiegspunkt ist gesetzt. Einmal nur schlafen gehen. Alles gut. Ja, dann habt euch wohl und schönen Dank euch allen, die zugeschaut haben. Und natürlich auch schönen Dank für all jene, die hier bauen, der kleine Teufel alias Fabio, der Date und Adrian, ja, ein Gebäude, lange dann nicht mehr gesehen. Ja, Ben 040 und Fuki. Ja, da war's dann. Und ja, ich melde mich dann ab an dieser Stelle. Ich, das kann sein, dass ich von YouTube komplett auf Twitch vielleicht wechsle oder so. Keine Ahnung, mal gucken, wie sich das hier so entwickelt. Aber ich habe festgestellt, dass meine Videos deutlich schlechter, seltener aufgerufen werden als noch vor ein Jahr. Vor zwei Jahren war es noch besser. Und jetzt hatte ich ja so mindestens knapp um die 10 Aufrufe gehabt. Das ist also auch schon nicht doll und wenig auch gewesen. Aber mittlerweile durch Videos rein und dann ist da ein Klick. Und das war ich selber, mein Kontrollaufruf sozusagen. Und ja, das heißt, ich habe da glaube ich erst drei Videos, wo ich im Prinzip alleine geklickt habe.
Vielleicht war das Thema falsch, ne? Ich hatte so ein Weltraum-Simulationsspiel aufgenommen und wurde leider nicht angeguckt. Ja, schade. Ja, vielleicht war es auch nicht gut genug von mir moderiert. Das kann das sein. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, die Qualität hinzubekommen, die einen dann auch gut unterhält. Da muss ich auch arbeiten. Das ist klar, aber wenn man da kein Feedback bekommt, was doch nicht so gut läuft. Weiß nicht, gut, ich bin ein bisschen so aus der Übung raus, aus der Form der Rhetorik, wie man was spricht und so, das habe ich auch nicht mehr drauf. Zu lange. Ich habe, glaube ich, fast ein Jahr so kein Video außer Livestream zwischendurch mal gemacht, aber sonst habe ich kein YouTube mehr gemacht, weil ich so viel auf Vorrat gefilmt habe. Ja. Na gut, ich hoffe, das hat ihr jetzt aufgenommen, sonst habe ich das hier umsonst gemacht. Ja, habt euch wohl, bis demnächst. Euer Jockel. Ciao. Das ist noch finden.